Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Vorstand der IKK Südwest freue ich mich sehr, Sie heute hier gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Roland Engehausen begrüßen zu dürfen zu unserem Symposium Chefsache BGM mit gesunder Führung zum Erfolg. Wir freuen uns in der Tat außerordentlich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind, und ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, dass wir das größte Symposium im Rahmen dieses Kongresses, dieses Salut-Kongresses sind. Das ist ein B, weil da ist A und C. Und jetzt kommt plötzlich so einer und sagt, das ist aber eine 13, 12, 13, 14. Und dann sagst du, erstens war das schon immer ABC. Zweitens bin ich der Chef. Und drittens komme ich nicht mit solchen 14, sagt man bei uns in Heidelberg. Ne? Und das ist dann genau das, wo man einfach sagen muss, dann fühlt er sich nicht verstanden. Ich war mit 14 Jahren in der Alzenhofer Sporthalle gesessen in Hamburg, da gab es ein Handball-Länderspiel Deutschland gegen Russland. Und ich habe auf der Tribüne gesessen und habe für mich an dem Abend beschlossen, ich möchte auch irgendwann mal da unten mit diesem Trikot, mit dem Adler auf der Brust rumlaufen und für Deutschland spielen. Bin nach Hause gegangen, habe mir einen Zettel genommen und habe auf diesen Zettel geschrieben, wie kann ich das vielleicht erreichen. Und bis auf wenige Dinge konnte ich überall einen Haken hintermachen, und das war ein harter und steiniger Weg. Es gibt Unternehmen, die haben eine Führungsspanne, da betreut eine Führungskraft, die jährlich Führungsgespräche, Mitarbeitergespräche durchführen soll, Zielgespräche, Fehlzeitengespräche, was auch immer, bis zu 200 Personen. Ich habe mal bei dem IHK-Arbeitskreis Personal die Frage gestellt an die Personaler, was sehen Sie denn als eine ideale Führungsspanne? Da kam eine Zahl raus, maximal 20. Und wenn Sie jetzt in die Industriebetriebe gehen, wo 50, 60, 70, 80 Mitarbeiter pro Jahr geführt werden müssen, dann hat die Führungskraft oft keine Chance, diese Gespräche zu führen. Wenn Sie dann mal eine Befragung machen, kommt raus, die Führungskraft wird schlecht bewertet, weil sie ist ja nie da. Im Jahr 2014 war jeder Beschäftigte durchschnittlich 9,5 Tage krankgeschrieben, 2007 waren es 2 Tage weniger. Warum ist das so? Warum nehmen diese Krankenzahlen zu, der Krankenstand zu? Man vermutet zum einen, dass die Demografie hier schon mitschwingt, das heißt, die Menschen werden älter, Zunahme von chronischen Krankheiten, aber auch durch die psychische Belastung, dass die psychische Erkrankungen zunehmen. Und das Fatale bei den psychischen Erkrankungen ist, dass die psychischen Erkrankungen dazu führen, dass die Mitarbeiter lange krankheitsbedingt abwesend sind. Pro Fall haben wir mehr als 30 Tage. Also wenn jemand hier aufgrund einer psychischen Erkrankung erkrankt, ist er lange weg. Und das kostet richtig Geld. Insbesondere auch für kleine mittelständische Unternehmen ein Problem, denn das führt dann zu Engpässen in der Produktion, das führt zu mehr Belastung der gesunden Mitarbeiter, zu mehr Belastung der gesunden Mitarbeiter und entsprechenden Kosten. Wenn man diese Dinge mit gesundem Menschenverstand umsetzt und aus den gesetzlichen Vorgaben die richtigen Dinge ableitet, zum Beispiel aus der Gefährdungsbeurteilung, ableitet, dass man die Arbeitsplätze ergonomisch besser gestalten muss, dann sehe ich keinen Unterschied zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Gut, wir produzieren vielleicht keine Papiere, auf denen das draufsteht. Wir versuchen es einfach umzusetzen. Herr Laupeter, Sie haben einen tollen Werbevortrag für die IKK gehalten. Sie haben 9 Kunden gewonnen. Großartig. Ist das der Lauf der Zeit? Haben Sie derzeit das Gefühl, dass die Betriebe sozusagen unaufgefordert zu Ihnen kommen, vielleicht unterstützt durch die neue Gesetzgebung, vielleicht aber auch durch die Erkenntnis, dass BGM Leistungsfähigkeit verbessern kann? Ich tippe eher auf das Letztere. Es ist also so, dass wir in der Tat eine Zunahme der Nachfrage spüren, ganz deutlich. Die Unternehmen kommen aktiv auf uns zu. Insbesondere in den letzten 2 Jahren gewinnt das Thema ja zunehmend an Aufmerksamkeit, und das spüren wir in der Auftragslage ganz deutlich. Mit Sicherheit ist es aber so, es ist sehr schön, dass es bei Ihnen im Betrieb so ist, dass wir eine Krankenquote von 2% haben, also das ist löblich. Vielleicht sollten wir 2 uns mal zusammensitzen und Sie erklären mir Ihr Geheimnis, weil dann können wir das auch so in anderen Unternehmen einsetzen. Nein, Spaß beiseite, also es ist so, wenn man in die Firmen hineingeht, dann spürt man schon, dass der Druck zunimmt und dass hier auch eine Handlungsnot vorhanden ist, ja. Und diese Handlungsnot versuchen wir dann in dem Fall im positiven Sinne aufzugreifen, um was Gutes für die Mitarbeiter zu machen.